Hallo, du kannst eine neue Aufnahme von The Task Principle. Und. Ach Mist, muss ich schnell erstmal einen Moment. So, perfekt. Ich muss ja nur, weil ich hier habe, eher nirgends eine Vorlage, wie lange ich aufnehme. Deswegen muss ich es mir hier hinlegen. So. Ich bin im Aufnahmeprogramm nicht bei Nvidia. Nicht, wie lange ich aufnehme, so. So. Kurz hoch damit, wieder. Letzte Folge waren wir auch dabei. Und, die waren halt nur zu lang. Nein. Eingesperrt. Okay. Wenn ich das Spiel lade, sind da gar keine Texturen. Dann kommen so immer alle Texturen voll lustig. Dann ist so alles so komplette weiße Wand quasi. Und die kompletten Texturen laden dann. Hoch. So, jetzt einmal den da, ja, den auch von mir aus, alles gut. Perfekt. Jetzt können wir mal da runter. Naja. So. Finden wir das mal kurz. Einfach bis wir von innen. So, und jetzt gehen wir hier hoch. Springen wir wieder drauf. Das haben wir letztes Mal auch so gemacht. Das Problem ist nur, wir müssen halt das wieder genau. Nice. Oh, perfekt. Damit habe ich das geschafft. Damit legen wir mal schnell den QP hin. Gehen zurück. Vergab ob ich reinfalle. Ich habe ja eh noch bis jetzt kann ich noch überall hin. Ist ja alles offen. So. Nehmt den wieder mit. Ah, stimmt, das darf nicht mehr reinfallen. Ja, ist halt so. Muss ich aufpassen. Fliegt immer so seitlich weg. Das stört mich echt. Problem ist jetzt nur noch, dass er sofort wegfliegt. Was? Wie mache ich das am besten? Dann müsste es ja auch noch
Inder da holen. Also, können wir wieder rüber? Genau. Ja. Nee, hoch, dann da, da hoch. Perfekt. Problem, ich komme nicht um diese Ecke. Wenn diese Levels irgendwie kommen, irgendwie nicht weiter bei diesen Levels. Das ist nicht schlimm. Ah, boah, ich dachte schon, fliegt wieder runter. So nice. Bestimmt betreibe ich hier haufenweise Bug-Using. Ich bin schon wieder runtergefallen. So jetzt. Kann ich da vorne hinstellen? Nach Mist. Oh, als ob das so kompliziert ist. Jetzt habe ich da noch eine Idee gehabt. Das war eigentlich nochmal das andere Level. Was habe ich denn da gemacht? Ach, der da. Das war der. Der war das. Der hat immer diese krasse hohen Wände. Oh nee, Quatsch. Noch mal das hier.
3 Betonen und Weise Bug Using. Machen wir mal so. So. Und hier dasselbe. Ach. So jetzt. Krass, wie es groß tatsächlich alles ausgeht. Ich hab gedacht, das sieht doch jetzt ein bisschen besser aus von der Bauweise. Ich versetze den mal ein bisschen. Kann ich den nicht so irgendwie dazwischen ansteuern? Nein, das geht nicht. Du musst es ja von der Mitte ansteuern. Ja, dann müsste ich vielleicht es schon so machen. Vielleicht den einfach ein bisschen mehr oben. Also bist du so? Hier so. Naja, fast. Ich muss jetzt nur noch machen. Und dazu den da aktivieren. Geht's jetzt? Kein Scheiß, habe ich es jetzt hinbekommen. Ich glaube, ich habe es jetzt wirklich hinbekommen. Kein Scheiß, ich glaube, ich habe es hinbekommen. Ah, so krass, passiert aber. Ich glaube, es reicht trotzdem. Ja! Boah!
Ich dachte, es ist irgendwie anders lösen und das rüberlaufen lassen, aber ich habe es irgendwie hinbekommen. Ist mir jetzt ehrlich gesagt auch scheißegal. Boah, ich dachte schon, wir kommen niemals so weit. So, wir haben 6 komplett voll. So, 8. Das war nochmal das erste. Der 4, 6, 8, oder? Naja, die Textur so ganz weiß und dann waren wir sie geladen. Das ist sehr eckig. So, also es war auf jeden Fall 8. Ich müsste nochmal... Nein, ich muss mich nicht versichern. Ich glaube, es stimmt schon. Oder? Nein, 6. Wenn schon 6, 4, 8. Das erste war auf jeden Fall 6. Oh, wir müssen mit 6, 4, 8. Wenn es nicht stimmt, müssen wir nochmal nachschauen. Ja, ich jetzt halt keine Lust nochmal nachzuschauen. Die 8 stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es war 6, 4, 8. Der Anfang stimmt auf jeden Fall. Der Anfang war nämlich eine 6, das weiß ich. Und das letzte war logisch, aber es ist eine 8, weil wir da gerade eben waren. Das heißt, das schreckt mich nicht so. Zugriff verweigert. Ja, das hatten wir auch schon mehrmals, dass er uns gesucht hat. Er sucht uns dann, finden uns nicht mehr. Standard. So, das heißt, wir nehmen jetzt wieder den. Richten den darauf aus, das haben wir schon mal gemacht. Nehmen wir den und leuchten den daraus aus. Okay, damit haben wir es. Und jetzt müssen wir noch die 6 freigeben. Hoffentlich stimmt es jetzt, also müsste ich... Also. Ich brauche... Device Manager, genau. Den Device Manager, den altbekannten Device Manager, so. Stockwerk, genau, 2. 6. 6? 4, 8. Code akzeptiert, Endregler. Okay, jetzt war richtig. Ha! Dann können wir das Programm verlassen. Oh nein, scheiße! Machen wir gerade nichts da. Wenn Texturen gerade nicht geladen von dem Ding, weil auch das sind nicht viel Texturen, das sind einfach nur so hier außenrum Texturen. Dachte ich schon. Aber selbst obwohl da nur so ein bisschen Texturen sind, ist es ja trotzdem Aufwand für den PC, so. Jetzt können wir Stockwerk 6. Leute, und ratet mal, wohin der geht. Wenn ihr jetzt alle gesagt habt, nach oben, seid ihr, habt ihr verkackt, so. Die gewusst haben, wussten natürlich, dass es nach unten geht. Und ich auch. Das mein wusste ich. Geliebtes Kind, nur wenige haben mir so treu gedient. Weniger noch haben so viele der Geheimnisse meines Gartens entschlüsselt. Deshalb erlaube ich dir, an meiner Seite zu stehen und für immer einer meiner gesegneten Boten zu werden. Wisse aber, dass dies ein Opfer ist, das nicht rückgängig gemacht werden kann. Hä, hey, doch, klar, wir können ein Backup laden. Wieder ein Tetris-Level. Würde ich einfach mal Tetris-Level nennen.
Hä? Ich sehe schon, das wird ein schweres Ding. Oh, die Folge ist voll. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge und dann mache ich das. Dann schaue ich kurz. Oder ich probiere es noch. Ja, ich probiere noch ein bisschen und dann schaue ich. Dann bis zur nächsten Folge, dann habe ich's. Ciao. Willkommen zur nächsten Folge von Tatsprinzip. Wie konnte ich gerade die Aufnahme starten? Nur mit F10? Naja, egal, auf jeden Fall. Habe ich herausgefunden, dass das sowas an einfach ist. Ich habe zufällig einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn ich das in die Mitte tue. Und es ist mir aufgefallen, das ist eine gerade Zahl. Also 4, 4, 4. Das heißt, ich kann die so außen rum hinlegen. Und das ging auch. Also so. Relativ leicht. Ich musste gar nicht nachschauen. Habe auch nicht nachgeschaut. Nun ist es an der Zeit, deine Grabinschrift zu wählen. Denn dein Körper wird nun zur Ruhe gebettet, obwohl du nicht sterben wirst. Wow. Nice. Okay. Haben wir ein schönes. Aber keine QR-Codes. Dies wird die letzte Ruhestätte sein. Wähle, wie jene, die in die Fußstapfen treten, sich an dich erinnern sollen. Okay, also. Jedes einzelne Siegel, das ist unschlagbar. Versucht. Daran. Es ist nur eine. Das war alles eine riesige Zeitverschwendung. Der Sinn des Lebens ist, der nächsten Generation zu dienen. Ich schwöre unverständlich wie der anderen. Ich bin sicher, ob die Idee war, aber jetzt. Löse dich von deinem Stolz los. Du wirst die Ewigkeit erlangen. Nimm mal das. Es steht geschrieben, segneter Bote, Errungenschaft freigeschaltet. Liebe gibt, als dein Leben für einen anderen zu opfern. Aber dein Opfer ist größer als das. Denn anstelle von ewiger Ruhe hast du dich entschieden, den kommenden Generationen zu dienen. Sie werden nach Vollkommenheit streben und durch dich werden sie ihr Ziel erreichen. Deine Kindheit ist vorbei. Nun bist du mein Bote. Ah, okay. Das ist quasi ein anderes Ende. Aber in 1099. Löse dich von einem. Ja, okay, ich habe es halt das genommen. Erschaffen und entwickeln von Crowty. Geschrieben von. Wir sagen, hey, was wir nicht wissen, ist, dass ich alle Dinge durchgespielt habe. Alle. Also auf jeden Fall alle gut programmiert. Und wir haben ja eigentlich schon mal die Dinge gesehen. Es kann ja sein, dass andere Credits kommen. Weiß es nicht. Auf jeden Fall ist doch cool, dass es sogar drei Enden gibt. Und dieses Ende ist echt schwer zu erreichen. Aber
Ich fand da das zweite Ende schon fast besser. Also ich fand das halt eigentlich besser, weil man da jetzt so den, naja, man ist halt so versammelt, weiß und ja. Sprecher, Casey. Also, das war toll. Das war doch geil. Ah, ich habe vergessen, Zeit zu starten. Na egal, passt. Wir haben ja ähnlich viel gemacht. Aber jetzt habe ich alle Sachen gelöst. Glaube ich. Das Beste war, glaube ich, Falle. Ja, Liste auf jeden Fall, das sind jetzt alle Stimmen. Traditionelle Chinesisch. Elohim. Vertrieb und Werbung, was Werbung? Krass. Ah, Beta-Test. Ich dachte schon auf die jetzt ganz viele. Ja, das sind Beta-Tester. Da gab es natürlich ein paar. Lizenzen. LumaScript Language Copyright. 1944 bis 2008. LOL, 2016. LOL. Ein Teil davon hat gar keinen Cover, gar keine Lizenz mehr. Oh mein Gott. Ein Video. Klesere Bier. Nvidia Texture Library. Ja. Besonderer Dank. Das hatten wir aber auch schon mal gelesen. Der Grund wird schwarz. Sind die nicht einfach nach Alphabet geordnet, die besondere Dank? Übertreibt sie nicht, Leute! Waren das im Laufe letztes Mal auch so viele? Credits? Der Regen hört sich an wie in Minecraft. Da haben die jetzt in der neuen Version auch so einen schönen Regen, so einen prasselnden. Prasselnden. So. Macht das? Ja. Seht ihr, ich sag doch kein Backup wiederherstellen, theoretisch. Könnte mich nochmal verewigen, zweites Mal. Könnte überprüfen, ob ich schon da bin. Ja, genau. Was heißt? Wir haben es geschafft. Schon wieder. Das war's jetzt. Ich hab da noch ein Zimmer endlich fertig aufgenommen. Ja. Es kann das nächste kommen. Scheiße. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Let's Play oder wo auch immer. Minecraft oder Portal. Es kommt wahrscheinlich wieder Portal nach dem. Wenn ihr die Folge jetzt seht, kommt wahrscheinlich Portal. Vielleicht ist auch schon was Kleines gekommen. Sie haben noch was Kleines aufgenommen. Und ja, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Let's Play. Und ciao.